Hi Leute, der leichte Bäcker hier und heute machen wir ein Saatenbrot. Alles, was du dafür brauchst, siehst du hier. Na dann lass uns mal loslegen. Zuerst bereiten wir ein Quellstück vor. Dafür nehmen wir 30 Gramm Leinsamen, 45 Gramm Kürbiskerne, 30 Gramm Chiasamen und 20 Gramm Sesam. Und zusammen haben die einen Anteil von 23,5%. Dazu gebe ich noch 210 Milliliter Wasser und dann können wir das Ganze auch schon kurz durchrühren. Und ein kurzes Durchrühren ist hier wirklich genug. Gerade so, dass alle Kerne und Samen möglichst gleichmäßig im Wasser liegen. Und dann machen wir mit dem Pulisch weiter. Der Pulisch besteht aus 120 Gramm Roggenvollkornmehl sowie 120 Milliliter Wasser. Dazu geben wir dann gerade noch so 1 Gramm frische Hefe oder eine Messerspitze, falls du Trockenhefe benutzt. Und dann können wir das Ganze auch schon ordentlich durchrühren. Und sobald wir damit fertig sind, nehmen wir nun die Schüssel vom Pulisch, um damit die Schüssel vom Quellstück abzudecken. Falls du zwei Schüsseln mit Deckel hast, passt das natürlich genauso gut. Hauptsache, der Pulisch und das Quellstück sind für die nächsten 4 Stunden jetzt abgedeckt, damit die nicht austrocknen. Und so lassen wir die dann bei Raumtemperatur ruhen. Und nun schau dir mal unseren Roggenpulisch an. Dort sieht man jetzt gar nicht so viel Aktivität. Bei unserem Quellstück hingegen können wir deutlich sehen, wie unsere Körner und Samen das Wasser vollständig aufgesaugt haben. Dann kommen wir jetzt zum Hauptteig. Zuerst geben wir zu unserem Quellstück 290 Gramm Dinkelmehl Typ 1050 sowie 120 Gramm Dinkelvollkornmehl. Dazu kommt dann noch unser Pulisch, den mal schnell aus der Schüssel rauskratzen. Prinzipiell hätten wir den auch mit noch ein bisschen mehr Wasser machen können. Dann hätte das Roggenmehl auch noch mehr Wasser aufnehmen können. Aber so ist schon ganz in Ordnung. Dann geben wir 12 Gramm Salz dazu. Das hat einen Anteil von fast 2% und nochmal 130 Milliliter Wasser. Ich habe bei mir off-camera nochmal ein bisschen Wasser hinzugefügt, also nicht wundern, dass die Waage jetzt hier nur 30 Gramm anzeigt. Dann noch 20 Milliliter Kürbiskernöl und 20 Gramm frische Hefe oder 7 Gramm, falls du Trockenhefe benutzt. Die hat einen Anteil von knappen 4%. Und jetzt heißt es nur noch mit ein klein bisschen Editing Magic verkneten wir das Ganze, wechseln die Schüssel und machen den Deckel drauf. Und so ruht das Ganze jetzt für die nächsten 3 Stunden bei Raumtemperatur. Und nach 3 Stunden schau dir mal an, wie schön unser Teig aufgegangen ist. Der sieht doch jetzt wirklich klasse aus und er ist durchzogen mit größeren und kleineren Bläschen. Genau so muss das sein. Dann bemehlen wir uns schnell die Arbeitsfläche und leeren den Teig darauf aus. Nun falten wir die Seiten ein und wirken den Teig rund. Denn die runde Form des Teigstücks ist immer die Ausgangslage beim Brotmachen. Wir wollen hier aber auch ein rundes Brot machen, von daher passt es perfekt. Und nachdem der Teig rund gewirkt ist, sprühen wir den auch noch kurz mit Wasser ein. Ich habe hier meine Sprühflasche schon vorbereitet, denn wenn der Teig feucht auf der Oberfläche ist, dann kleben die hier vorbereiteten Samen und Körner deutlich besser am Teig. Die Körnermischung hier besteht zu gleichen Teilen aus 20 Gramm Chiasamen, 20 Gramm Leinsamen und 20 Gramm Sesam. Und mit Gefühl den Teig feste in die Samen eintauchen, damit diese auch wirklich am Teig kleben bleiben. Auch die Seiten noch ein bisschen drin rumgerollt, damit auch diese die Samen und Körner abbekommen. Und dann ist der Teigling auch schon bereit, in unsere Glasauflaufform zu wandern. Ich habe diese jetzt schon mit einem Geschirrtuch ausgelegt, damit der Teig auch am Glas nicht haften bleibt. Und mit den Körnern nach unten legen wir den Teig dann aufs Geschirrtuch. Und mit dem Deckel der Auflaufform decken wir das Ganze nun ab, damit unser Teigstück während der Ruhezeit nicht eintrocknet. Den Ofen stellen wir auf 230 Grad Ober- und Unterhitze.
Nach einer Stunde ist es nun endlich Zeit, unseren Teigling einzuschießen. Da wir die Körner oben auf dem Brot drauf haben wollen, drehen wir jetzt die Auflaufform um und nehmen das Bodenstück ab. Ebenfalls müssen wir jetzt natürlich auch noch das Geschirrtuch entfernen und dann verzieren wir das Brot. Die Verzierung ist dabei natürlich wie immer dir überlassen. Und ob du nun dein Brot noch eingeschnitten hast oder nicht, trotzdem muss jetzt der Deckel bzw. der Boden von der Auflaufform wieder draufgesetzt werden. Denn wir wollen das Brot in seinem eigenen Dampf backen. Also Deckel drauf, Ofen auf und rein damit. Und bei den voreingestellten 230 Grad backt das Brot nun für die nächsten 45 Minuten. Viel Spaß beim Ofenkino! Und ja, ich habe mich hier gerade ordentlich verbrannt. Nach 45 Minuten kommen wir zu unserem Backofen zurück und können diesen ausmachen. Jetzt holen wir das Brot raus. Und nachdem wir das Brot mit der Auflaufform rausgeholt haben, nehmen wir die Glasglocke ab. Denn wir wollen nicht, dass das Brot anfängt, darin zu schwitzen. Und deswegen nehmen wir das Brot auch aus dem Glasboden raus und legen das auf den Rost zum Auskühlen. Aber natürlich darf auch die Klopfprobe nicht fehlen. Und das klingt doch richtig lecker. Und nach einer kurzen Abkühlzeit können wir unser Saatenbrot endlich anschneiden. Mir läuft ja jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Und jetzt schau dir mal an, wie klasse die Krume von unserem Saatenbrot ausschaut. Auch wenn die Form von dem Brot vielleicht ein bisschen komisch ist durch unsere Auflaufform, aber das tut dem Geschmack ja keinen Abbruch. Ich werde mir jetzt erstmal eine schöne Scheibe davon mit Nutella gönnen. Und dir wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken. Wie immer mache ich es dir ganz einfach, alle verwendeten Produkte und Zutaten zu finden. Die sind unten in der Beschreibung. Falls du noch kein Abonnent bist, denk mal drüber nach, diesen Knopf zu drücken. Über ein Like würde ich mich ebenfalls riesig freuen. Erzähl am besten auch all deinen Freunden, Bekannten und Familie davon. Das wird mir unglaublich weiterhelfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.